Herr Scherer, es war ein Vorentscheidungsspiel, 6-Punkte-Spiel kann man vielleicht sagen. Die Enttäuschung sicherlich groß nach der Niederlage heute. Ja, natürlich, klar, ist die Enttäuschung riesengroß. Ich glaube, wir haben uns wahnsinnig viel vorgenommen. Habe jetzt eigentlich auch überragende Rückrunde gespielt, aber letztendlich muss man einfach sagen, dass Essinger das auch verdient gewonnen hat. Sie haben einfach mehr investiert und meine Jungs sind leider nicht an die Leistungen von der letzten Woche anknüpfen können. Ich denke, das war ausschlaggebend. Ja, einfach die zu viele Ausfälle heute. Können Sie mehr Details zu den Ausfällen sagen? Ja gut, das ist natürlich nach dem Spiel nicht so einfach. Ich glaube, was vielleicht fehlt hat, war einfach der Mut, ja, so das nötige Selbstvertrauen, was man braucht in so einem Spiel, dass man das einfach erfolgreich bestreitet. Aber ich möchte meine Jungs trotzdem keinen Vorwurf machen. Es überwiegt eigentlich die Freude über die Situation, dass man 3 Spieltage vor Schluss den 2. Platz sicher gemacht habe. Das war unser Ziel vor der Saison, oder der 1. 5 zu sein. Und die genaue Ursache, ich glaube, das ist jetzt echt schwierig. Vom Spielverlauf muss man einfach sagen, ich habe da keine Erklärung dafür. Ja, vielleicht ein bisschen so im Kopf die Situation, man kann Tabelleführer werden. Vielleicht hat es ein bisschen gehemmt, aber letztendlich bin ich bis jetzt trotzdem sehr zufrieden. Es war ein leicht hitziges, aber überwiegend faires Spiel, wie ich es gesehen habe. Gab aber ein paar umstrittene Szenen. Können Sie ein paar Worte zu diesen sagen, insbesondere zu dem umstrittenen Tor? Ja gut, ich glaube, wenn Erster gegen Zweiter spielt und sagen wir, es geht letztendlich jetzt, Essinger wird Meister machen mit 4 Punkten vor. Ich glaube, die Emotionen sind da, das ist auch ganz normal. Ich glaube aber, wichtig ist nach dem Spiel, dass man das einfach abhakt. Und ich glaube, wenn ein Dominik Zenko, der ja Spieler in der Vorrunde bei uns war, da auch sagt, es war keine Hand, und der Schiri fragt, dann glaube ich auch dem Junge. Ich glaube, wenn es so gewesen wäre, hätte er bestimmt auch gesagt, dass es irregulär gewesen wäre. Also von daher können wir nicht beeinflussen, und so ist es, und das muss man auch hinnehmen. Wurmt es, dass gerade der Spieler, der vom FV Öschelbronn Richtung Ersing, den man in der Winterpause Richtung Ersing ziehen lassen musste, dass er das Spiel quasi entschieden hat? Nee, es wurmt überhaupt nicht. Also ich glaube, ich habe ein gutes Verhältnis zum Dominik Zenko. Die Gründe weiß ich bis heute noch nicht, warum er nach Essinger gewechselt ist. Aber ich bin ihm nicht böse. Es muss jeder seinen eigenen Weg gehen. Ich glaube, heutzutage ist es einfach auch ein bisschen eine Charakterfrage, wie man sich verhält, wenn man nach einem halben Jahr schon den Verein wieder wechselt. Das finde ich eher ein bisschen enttäuschend, aber ich persönlich bin ihm gar nicht böse, was das angeht. Und er soll seinen Weg machen. Ja, ist er verantwortlich dafür. Da traue ich nicht nach. Er ist ein guter Fußballer, aber als Mensch bin ich jetzt nicht böse, wenn die Situation so ist. Also, ja, wie gesagt, er soll weitermachen. Und für mich ist das Thema Dominik Zenko so erledigt. Ich mag ihn trotzdem, aber für mich ist es abgehakt. Der nächste Gegner ist jetzt GU Türkischer SV. Es wird ein Heimspiel. Was werden Sie jetzt versuchen, in den letzten beiden Spieltagen noch hinzulegen? Ja gut, gleich. Wir müssen die Spannung hochhalten. Wir haben die Relegationsspiele. Ja, da können wir uns jetzt nicht schonen. Wir müssen absolut auch jetzt in den nächsten beiden Spielen, wenn es auch letztendlich um nichts mehr geht, Vollgas geben, dass man einfach auch dementsprechend kritisch für die Relegationsspiele gegen Forchheim. Ja. Und das ist jetzt unser Augenmerk. Wir versuchen jetzt die Niederlage so ein bisschen zu analysieren. Und schnell wie möglich abhaken, und dann geht es am Sonntag. Das ist ja schön im Fußball, dass man relativ schnell wieder was gut machen kann. Und ich glaube, das ist unser Ziel, diese beiden Spiele noch zu gewinnen. Ganz klar, um wirklich dann in die Relegation wirklich auch mit dem genötigen Selbstvertrauen, was man braucht, auch zu spielen. Sie haben ja trotzdem insgesamt eine erfolgreiche Saison gespielt, eine besonders erfolgreiche Rückrunde, die jetzt ein bisschen, wo der Höhenflug ein bisschen jetzt gestoppt wurde von Ersing. Wie bewerten Sie die Saison insgesamt? Können Sie ein Fazit ziehen? Ja, natürlich. Also ich glaube, wir haben ja vor der Runde einen relativ großen Aderlass an Spieler gehabt. Ja, ich als Coach bin neu dazugekommen. Ich glaube, es hat wirklich eine Zeit gedauert, bis man sich gefunden hat, Mannschaft, Trainer, auch die Philosophie, was ich gewollt habe, hat ein bisschen gedauert. Ja, aus vielen guten Einzelspielern hat man echt eine Weile gebraucht, dass man eine gute Mannschaft formen kann. Aber wir haben eigentlich immer Ruhe gehabt im Verein, ja, auch wenn am Anfang von der Vorrunde es nicht so gelaufen ist. Aber was die Jungs dann jetzt speziell noch saisonübergreifend, wir waren jetzt, glaube ich, 14 oder 15 Spiele ungeschlagen,
man hat gesehen gehabt, dass man eine Mannschaft auf dem Platz hat. Ja, die Disziplin, was die Jahre vorher manchmal ein bisschen Glieder hat in Öschelbronn, haben wir sehr gut hinbekommen. Wir haben wirklich kaum, wir gar keine rote Karte bekommen. Das war für mich so das Hauptaugenmerk. Ja, einfach die Mannschaft, dass jeder weiß, was er für Aufgabe hat. Und eben der Mannschaftsteile, das ist wirklich ein eingeschworener Haufen. Wir haben wirklich eine tolle Kameradschaft. Und natürlich, wenn der Erfolg da ist, ist vieles nochmal einfacher. Aber ich denke, das ist so der Hauptgrund, dass man uns wirklich so in der Winterpause nochmal gewisse Dinge angesprochen hat und das dann auch tatsächlich auf dem Platz umgesetzt hat. Und das war wichtig. Und deswegen denke ich, dass der Erfolg, die Qualität ist da von der Mannschaft. Aber das war für mich der Hauptgrund, ja, die Mannschaft, dass eine Mannschaft auf dem Platz steht und das Kollektiv stimmt. Herr Scherer, ich danke Ihnen vielmals für das Interview und wünsche Ihnen noch viel Erfolg. Ja, vielen Dank. Gleichfalls. Wir sehen uns alle.